Was geht, Cory hier und willkommen bei Einfach Bibel lesen, der Serie, wo wir beide zusammen, wir beide oder wir alle, wer auch immer schaut, zusammen die Bibel lesen und ich euch zeige, wie man am einfachsten die Bibel liest, indem ich einfach die Bibel lese. Ich hoffe, das macht Sinn und ich hoffe, ihr seid auch immer wieder dabei, falls ihr was verpasst habt. Ich habe alle Videos davor auf meinem Channel, auch in einer Playlist, also könnt ihr sie von Anfang bis Ende durchsuchten, wie bei Netflix. Und ja, wir haben bis jetzt die ersten 8 Kapitel von Markus gemacht, durchgenommen, wie auch immer, und werden heute Markus Kapitel 9 starten. Bevor ich starte, ja Vater, ich danke dir so sehr für diesen heutigen Tag. Ich danke dir so sehr, dass ich wieder durch dich und von dir geleitet werde, um hier diese Zeit zu gestalten und das Thema einfach durchzunehmen. Ich danke dir so sehr, dass du einfach jetzt hier bist und uns führst. Und segne bitte meine Worte, Herr. Amen. Okay. Wir haben herausgefunden, dass Jesus heilt, dass Jesus erzieht, dass Jesus anders erzieht, als wir es vielleicht denken manchmal, dass er kein Aufsehen erregen möchte und. Wir haben so einiges über Jesus herausgefunden. Aber heute werden wir wieder etwas herausfinden. Aber ich würde einfach mal anfangen zu lesen ab Vers 1. Und da heißt es: Und er fuhr fort. Also, falls ihr die letzte Episode nicht gesehen habt, müsst ihr das schauen, weil dann geht es jetzt nämlich flüssig weiter. Und es fängt an mit: Und er fuhr fort. Ich versichere euch, einige von euch, die jetzt hier stehen, werden nicht sterben, ehe sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf den Gipfel eines Berges. Außer ihnen war niemand dort. Plötzlich veränderte sich vor ihren Augen das Aussehen von Jesus. Seine Kleider wurden strahlend weiß, weißer, als es auf Erden möglich war. Dann erschienen Elia und Mose und fingen an, mit Jesus zu sprechen. Rabbi, wie wundervoll ist es hier, rief Petrus aus. Wir wollen 3 Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Aber er wusste nicht, was er redet, denn er und die beiden anderen Jünger fürchteten sich sehr. Da fiel der Schatten einer Wolke auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als sie sich umschauten, waren Mose und Elia verschwunden und nur Jesus war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinabstiegen, wies er sie an, niemanden zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Sie behielten es für sich, sprachen aber untereinander noch oft darüber, was er wohl mit der Auferstehung von den Toten gemeint hatte. Schließlich fragten sie Jesus: Warum behaupten die Schriftgelehrten, dass Elia wiederkommen muss, bevor der Messias kommt? Jesus erwiderte: Das stimmt, zuerst kommt Elia, um alles vorzubereiten. Aber warum heißt es in der Schrift, dass der Menschensohn viel Leid und Verachtung erdulden muss? Doch ich sage euch, Elia ist schon gekommen. Und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie es in der Schrift prophezeit wurde. Fassen wir einfach nur zusammen, wie sonst auch immer. Kapitel 9 fängt an mit einem Vers. Und zwar ein Schluss vom letzten Teil. Und zwar redet Jesus einfach davon, dass ein paar von euch hier, ihr werdet nicht sterben, bevor ihr, hier sagt er es, ehe sie das Reich Gottes in seiner Macht kommen sehen. Okay? Und dann geht es weiter und Jesus geht auf den Berg, nimmt 3 Jünger mit. Petrus, Jakobus und Johannes. Und die sehen etwas Außergewöhnliches. Also sie sehen erstmal, dass Jesus anfängt zu strahlen, dann sehen sie Elia und Mose, aber sie verstehen nicht wirklich, was da passiert. Sie haben einfach nur ganz viel Angst und reden auch noch wirre Worte. Also Petrus fängt dann auf einmal an und dann sehen sie das. Jesus kommt zu ihnen und sagt: Hey, sag das niemanden, bis ich wieder auferstanden bin.
Und die sagen so, ja, ja, okay, machen wir nicht. Und dann drehen die sich um und dann denken die sich, auferstehen? Was ist auferstehen? Oder was meinst du mit auferstehen? Und sie haben dann, die drei haben dann so einen Insider und haben gesehen so, hey, da ist irgendwas Krasses passiert, wir dürfen davon nicht erzählen, aber wir erzählen uns das untereinander, weil wir jetzt eine Clique sind. Und letztendlich, weil sie ja dann auch irgendwie Elia und Mose gesehen haben, haben sie sich gedacht, Jesus, warum heißt es eigentlich, dass Elia kommen soll, bevor der Messias kommt? Und das sehen wir hier nochmal. Schließlich, warum behaupten die Schriftgelehrten, dass Elia kommen muss, bevor der Messias kommt? Und diese Stelle sehen wir nämlich auch in Malachi 3, Vers 23. Und da heißt es, aber bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Und ja, Jesus sagt, ja, die Schriftgelehrten haben recht, weil die haben ja eh Ahnung. Die wissen ja, wovon sie sprechen, oder sie sollten wissen, wovon sie sprechen. Aber, genau. Aber was Jesus dann weiter sagt, ist, was ich in der anderen Übersetzung besser finde. Und zwar sagt er dann hier in 12, er beantwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt wirklich zuvor und stellt alles wieder her. So wie es auch über den Sohn des Menschen geschrieben steht, dass er viel leiden und verachtet werden muss. Also er sagt, ja, das stimmt, Elia muss erst kommen, aber da steht noch viel mehr. Und das ist das, was die Schriftgelehrten einfach wegschmeißen und das denen nicht interessiert. Denn es heißt nämlich weiter, der Menschensohn wird leiden und verachtet werden, was wir ja später sehen, was alles ja später auch so eintrifft. Und genau, aber ich sage euch, dass Elia schon gekommen ist. Und dann geht Jesus ja weiter und er sagt, ja, aber Schritt 1 ist schon passiert. Elia ist schon wieder gekommen. Das heißt, Schritt 2 kommt jetzt. Der Menschensohn muss leiden und wird verachtet. Aber gehen wir zurück zum Vers 1. Vers 1, es gibt unterschiedliche Meinungen über diesen Vers 1, aber weil wir ja sehen, dass das in Markus 1 steht, geht es wahrscheinlich darum, über die nächsten Verse. Und zwar sagt Jesus ja, hey, ein paar von euch hier, ihr werdet sehen, wie die Kraft Gottes oder das Reich Gottes hier kommen wird. Und ein paar Tage später trifft ja etwas ein, wo ein paar von ihnen etwas Krasses sehen, ein krasses Wunder. Also genau, dieser erste Vers, der hat mich immer ein bisschen verwirrt, aber ich würde ihn jetzt einfach mal auf die nächsten 6 Verse anwenden, weil das macht für mich auch sehr viel Sinn. Aber ja, wir sehen, dass die Jünger wieder ein bisschen durcheinander sind und vieles nicht verstehen. Und Jesus sagt ja, Elia ist schon gekommen. Aber wir haben jetzt 9 Kapitel gelesen und von Elia kam nie was vor, außer jetzt einmal in dieser Vision oder in diesem krassen Wunder oder was auch immer da passiert ist, nur da. Aber Elia hat ja nichts vorbereitet. Aber wir sehen, und das ist, wenn wir in Matthäus gehen, und das ist ja, das kann man nicht wissen, wenn man das erste Mal die Bibel liest, dann sieht man das nicht. Deshalb braucht man meistens einen Bibelkommentar oder man hat einfach schon alle Bibelstellen, alle Evangelien durchgelesen und weiß einfach so ein paar Sachen wieder. Und wenn wir in Matthäus gucken, Matthäus 11, 7 bis 14, da lesen wir davon, dass Jesus... Da lesen wir davon, dass Jesus sagt, dass Elia Johannes ist, also dass Johannes der Täufer Elia ist. Und hier heißt es, als die Jünger des Johannes wiedergekommen waren, erzählte Jesus den Menschen von ihnen, wer ist dieser Mann in der Wüste, den ihr unbedingt sehen wolltet? Kam er euch schwach vor, wie ein Schilfrohr, das im Windhauch hin und her schwankt? Oder habt ihr einen Mann erwartet, der in kostbare Gewänder gehüllt ist? Wer solche Kleidung trägt, wohnt in einem Palast und sicher nicht in der Wüste. Oder habt ihr in ihn einen Propheten vermutet? Ja, das ist er.
Er ist sogar noch mehr als das. Und das ist ja das Ding. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Ahnung haben von der Schrift, die haben auf jemanden gewartet. Die haben auf Elia gewartet. Aber die hatten ja genauso, wie sie auf den Messias warten, ein komplett falsches Bild. Und hier ist es, es fragt Jesus auch, so, auf was habt ihr denn gewartet? Habt ihr auf jemanden, der im Palast wohnt und bla bla bla, habt ihr, der krasse Kleider anhat oder sowas, habt ihr auf den gewartet? Und nicht jemanden, der in der Wüste ist und Heuschrecken und sich von Heuschrecken und Honig ernährt und so weiter und so fort. Also so einen Mann habt ihr wahrscheinlich nicht erwartet. Und dann sagt er weiter, Johannes ist der Mann, von dem die Schrift sagt, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird deine Ankunft vorbereiten. Und das sehen wir auch nochmal in Malachi 3, Vers 1, wo auch prophezeit wird, wie wir gerade eben gelesen haben, in Malachi 3, Vers 23, wo es heißt, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag und so passiert ist. Und Gott hat auch, und damals wurde auch prophezeit, dass, hey, ich sende meinen Boten vor dir her. Und das ist das, und da sagt Jesus gerade, guck mal, dieser Johannes, das ist dieser Bote, der in Malachi prophezeit wurde. Ihr kennt die Schrift? Hier ist er. Und die Schriftgelehrten so, naja, ich kann mir das nicht vorstellen, weil der ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber, wie wir dann in Markus wieder zurück, wenn wir zurück in Markus gehen, lesen, ja, aber das ist ja noch nicht das Krasseste. Elia ist dafür da, um den Weg vorzubereiten. Aber was ist Schritt 2, fragt er dann, was steht denn auch noch da? Und er sagt, es steht auch noch da, dass er, dass danach der Menschensohn leiden wird und verachtet wird. Aber ja, ich hoffe, das hat Sinn gemacht, weil ich habe schon wieder ein bisschen länger gebraucht, um das alles zusammenzubringen. Weil wenn man das einfach nur überfliegt, und das ist eigentlich das, was ich machen möchte hier in dieser Bibelstunde, einfach nur lesen. Aber manche Sachen kann man einfach nicht lesen und trotzdem verstehen. Manche Sachen muss der Heilige Geist uns offenbaren oder Gott schenkt Menschen, die euch uns Sachen erklären. Und ich denke und ich hoffe, dass ich dafür da sein konnte, um ein paar Verse besser zu erklären. Klar muss jeder von euch selber nochmal die Bibel aufschlagen, Stift und Papier nehmen und aufschreiben, so was die Prophezeiungen sind, was Jesus gesagt hat, wann er was gesagt hat und wie er was meinte. Aber das hier ist nun einfache Bibellesestunde, wo wir nicht zu tief ins Thema reingehen. Und ich hoffe, das hat euch geholfen heute. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Falls ihr andere Meinung seid, schreibt sie auch unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht zu liken und zu abonnieren. Das hilft natürlich, diese Message weit zu verbreiten. Dass nicht nur ein paar Leute das hören, sondern dass es ganz viele Leute hören und von Gottes Liebe verändert werden. Aber das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar. Am Schluss habe ich hier immer zwei Sachen, wo ihr draufklicken könnt. Einmal die Playlist, wo ihr alle Bibelstunden nochmal anschauen könnt. Und hier habe ich ein anderes Video, was ich sehr gut empfehlen könnte.